Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem kleinen neuen DM-Haul aus dem Monat Februar. Denn ich war gestern nochmal bei DM. Eigentlich wollte ich nur noch Kaminanzünder kaufen, aber dann habe ich gedacht, das brauchst du noch, das brauchst du noch, das. Und dann bin ich nochmal ganz kurz bei Essens an der Theke vorbeigegangen, weil ich habe mir gedacht, die müssten doch jetzt auch langsam mal ihren Ausverkauf haben und leider bin ich zu spät dran gewesen. Da war wirklich schon alles abgekrabbelt, alles weg. Aber ich habe noch einen richtig, richtig hammergeilen Lippenstift entdeckt für 95 Cent. Leute, den habe ich mir aufgetragen. Ich glaube, in der Kamera ist der so richtig leuchtend. In Wirklichkeit ist der nicht so leuchtend. Also es ist wirklich eine richtig tolle Frühlings-Sommerfarbe. Ich finde den so schön. Und als ich mir den aufgetragen habe, habe ich gedacht, oh mein Gott, der riecht so unfassbar gut. Und zwar ist es aus der Hydra Matt Reihe, die 406 Cherry Fig heißt der. Und ich sage euch, der riecht wirklich nach Kirsche. Unfassbar gut, unfassbar gut. So sieht der aus. Also eine richtig, richtig schöne Farbe. Wahnsinn, oder? Also ich habe gedacht, also Tester war leider keiner mehr da, sodass ich den hätte ausprobieren können. Aber ja, war auf jeden Fall kein Griff ins Klo. Richtig, richtig schön. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter. Und zwar bin ich mit meinem Sohn gestern dort gewesen und dann hat er so einen Valentinskartenaufsteller gesehen und war sofort verliebt in ein paar Einladungskarten und er durfte jetzt 4 Stück aussuchen, weil ich finde, Einladungskarten oder überhaupt generell so Grußkarten kann man immer zu Hause haben und ich finde, die sind teilweise immer sehr, sehr teuer. Also ich finde 2,50 Euro für so eine Geburtstagskarte ist echt teuer und dadurch, dass die meisten Leute die ja wahrscheinlich eh nur wegschmeißen und dann finde ich ja hier so diese 50 Cent Karten super und zwar haben wir hier einmal so 2 süße kleine Teddys mitgenommen, die sich umarmen. Dann war er so verliebt in dieses Katzenbild. Also das finde ich aber auch persönlich sehr, sehr niedlich. Und dann hier einmal solche Schmetterlinge. Die fand ich auch sehr hübsch. Und diese Luftballons, die fand er auch ganz toll. Deswegen haben wir dann halt eben 4-mal Einladungskarten mitgenommen. Dann habe ich mir gedacht, nehme ich auch wieder meine Hautrein-Nasenstrips mit, weil da habe ich gerade jetzt am Anfang des Monats wieder meine leer gemacht. Das waren die letzten gewesen. Und dann habe ich mir wieder 2 neue mitgenommen. Dann wollte ich unbedingt diesen Haarturban haben. Denn ich habe bei Mamako so ein Favoritenvideo gesehen, irgendwelche Geheimnisse aus der Drogerie. Und da hatte sie auch so einen Haarturban. Und den kann man sich irgendwie, ja, aufsetzen, hinten befestigen und dann hält er ganz gut und er hilft dabei, den Haaren halt schon mal vorab gut zu trocknen. Gerade wenn man morgens Haare wäscht oder so, kann man sich schnell dabei eben fertig machen und am Ende noch so ein bisschen nachtrocknen den Rest und dann muss man die nicht so doll anföhnen. Und ja, man kann es auch für Haarmasken und Kuren verwenden, sehe ich gerade. Alle für alle Haarlängen und schnell trocknend und ja. Es ist danach obwohl auch kein Föhn nötig, aber so ein bisschen Föhn natürlich möchte ich ja schon. Und das gab es in unterschiedlichen Farben. Es gab es noch in so einem Rosa, aber ich habe gedacht, ja, das Mint, das ist eigentlich doch dann schon ganz schön. Deswegen durfte das einmal mit. Also liebe Steffi von Mamako, du hast mich auf jeden Fall damit angefixt. Dann, womit sie mich noch angefixt hat, ist von Trended Up ein Contour and Glide Kajal in Waterproof. Das ist die 030 und den wollte ich mir jetzt auch direkt auftragen. Deswegen habe ich hier unten noch meine Wimpern nicht geschminkt. Und zwar, ich sehe gerade, der wurde schon benutzt. Ach, ich verstehe die Leute nicht. Ja, wir haben hier auf jeden Fall so einen richtig schönen kupferfarbenen Kajalstift. Sieht ganz, ganz toll aus. Und ja, ich liebe sowieso braune Kajalstifte und wenn der auch noch waterproof ist, umso besser. Und ich suche gerade hier meinen Spiegel. Da. Und den werde ich mir jetzt mal eben direkt auftragen. Und dann schauen wir mal. Auf jeden Fall lässt er sich sehr, sehr leicht auftragen. Der ist butterweich und den kann man hier ganz zart in die Härchen einarbeiten. Wow. Eine richtig tolle Farbe. Also,
damit war auf jeden Fall nichts falsch. Und die sind ja auch echt nicht teuer. Ich glaube, 2,45 Euro kosten die. Also eine ganz, ganz tolle Farbe. Die 030, so ein Kupferbraun ist das. Ja, mit so einem Bronzeschimmer. Ich will mal eben schauen, ob der auch auf der Wasserlinie malt, weil der so weich ist. Ja, ganz leicht. Könnt ihr damit auch auf der Wasserlinie malen. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Also der sieht ganz toll aus. Man könnte dann natürlich auch jetzt nochmal mit einem Pinsel hinterhergehen und den so ein bisschen in die Härchen einarbeiten, quasi so ein bisschen ausblenden. Das werde ich auch mal eben machen. Nehme ich mir mal eben hier so einen abgeschrägten Pinsel und versuche das nochmal so ein bisschen auszurauchen und hier so ein bisschen in meine Härchen einzuarbeiten. Ich liebe solche Kupferbrauntöne. Funktioniert sehr gut. Et voilà. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ein richtig, richtig schöner brauner Kupferton. Gefällt mir sehr gut. War auf jeden Fall eine tolle Idee. Dann habe ich mir noch, zeige ich mal eben hier zwei komplett uninteressante Sachen, aber die auch mit mussten. Das war eben halt das, warum ich dahin gefahren bin. Grill- und Kaminanzünder für unseren Ofen. Und dann brauchte ich auch ein Stabfeuerzeug, weil ich habe bei mir im Flur so ein großes Kerzenglas stehen und ich hatte den letztens damit so einem normalen Feuerzeug reingehalten und meine ganze Hand war schwarz, verrußt, ne? Und dann habe ich gedacht, komm, kauf dir mal so ein Stabfeuerzeug. Und ja, das gab es noch in Grau, in so einem Mint, aber ich habe es jetzt halt in so einem Rot mitgenommen. Ja, das waren so die beiden uninteressantesten Produkte. Bei Essence habe ich noch hier solche Maniküre-Sticks mitgenommen. Auch die waren noch im Ausverkauf für 95 Cent. Und da habe ich jetzt schon ein paar Mal, wenn ich mir die Nägel gemacht habe, dass ich gedacht habe, solche kleinen Holzstäbchen wären jetzt super. Und jetzt habe ich sie endlich da. Kommen direkt in meine Maniküre-Box. Und dann habe ich mir noch ein neues Shampoo mitgenommen, weil meins ist jetzt fast leer und ich habe doch tatsächlich kein Shampoo mehr. Und da habe ich mich dann von Balea für dieses Natural Beauty entschieden. Ein feuchtigkeitsspendendes Shampoo mit Bio-Hibiskus und Kokosmilch für sprödes und trockenes Haar ohne Silikone und Sulfate. Das wird dann auch direkt in meine Dusche wandern. Ja, riecht auf jeden Fall sehr angenehm. Probiere ich sehr gerne aus und bin total gespannt. Denn hier gibt es ja auch so Nachfüllbeutel. Also wenn das gut ist, werde ich mir auf jeden Fall so einen Nachfüllbeutel besorgen. Finde ich gut, um auch so ein bisschen Verpackung zu sparen. Und dann gibt es neue Seifen. Da habe ich mir zwei Stück mitgenommen. Und zwar einmal hier eine Limited Edition von Balea, die Glossy Touch. Duftet nach Kirschen und elegantem Sandelholz. Ich fand hier natürlich auch wieder die Verpackung sehr, sehr hübsch. Gerade jetzt auch irgendwie so ein bisschen, ja, Valentinstag, Februar, ein bisschen mit Liebe angehaucht, also sehr hübsch. Und dann gab es noch hier Macadamia und White Lotus. Mit Feuchtigkeitsformel. Eine Seife. Die war auch neu, glaube ich. Also ich habe sie jedenfalls noch nicht gesehen und vielleicht habe ich sie einfach nur noch nicht wahrgenommen. Ja, dann habe ich nochmal eben hier bei den Gesichtsprodukten nachgeschaut, also bei der Gesichtspflege. Ich bin gerade irgendwie so voll auf dem Reinigungsschaumtrip. Ich weiß gar nicht warum, also ich habe mir schon wieder einen Reinigungsschaum mitgenommen. Ich habe beim letzten Mal ja erst zwei Stück mitgenommen. Aber diesmal dann auch von Balea aus der Sensitiv-Reihe mit Mandelblütenextrakt für trockene und sensible Haut. Also, ich weiß gar nicht, ob ich den schon mal hatte, aber ich fand das Packaging auch so hübsch. Also in so einem schönen hellen Rosa. Und ja, da war ich einfach ein Verpackungsopfer. Ich habe auch das Blaue in der Hand gehabt, also für normale und Mischhaut, aber habe mich dann doch für das für sensible Haut entschieden. Und dann ein letztes Produkt, worüber ich mich so gefreut habe. Ich weiß ja nicht, ich habe euch, ich glaube vor 2 Jahren gab es mal von Balea so ein Karottenöl fürs Gesicht. Und ich habe das so, so gefeiert. Und dann haben sie es einfach aus dem Sortiment genommen. Und ich war so traurig. Und seitdem gucke ich jedes Jahr, ob es das wieder gibt. Aber nein,
bis jetzt immer noch nicht. Aber dann habe ich gesehen, hat jetzt bei DM, jedenfalls ist es neu, von Diaderma ein Karottenöl mit Q10. Schenkt einen frischen Teint und beugt Faltenbildung vor. Also, Karottenöl liebe ich. Ich finde das super. Das ist mit das beste Öl fürs Gesicht, was es gibt, meiner Meinung nach. Und das werde ich jetzt auf jeden Fall austesten. Das ist ein frischer Kick bei müder und fahler Haut. Kostbare Pflanzenöle, Coenzym Q10 und Provitamin A mindern die Neubildung von Falten und sorgen für eine glattere, jünger aussehende Haut. Karottenöl Q10 schützt die Zellen vor oxidativem Stress und reduziert hautschädigende freie Radikale. Trockene, beanspruchte Haut wird glatt und geschmeidig. Durch die leichte natürliche Tönung wirkt die Haut strahlend und frisch. Anwendung 2-3 Tropfen in die noch feuchte Haut einmassieren. Das werde ich auf jeden Fall ausprobieren und werde euch da auf jeden Fall ein Feedback zu geben. Denn ich denke, auch einige von euch haben bestimmt schon mal Karottenöl ausprobiert. Ich glaube, das von Diaderma, das gibt es schon ewig. Aber ich persönlich habe es bisher noch nicht getestet. Wie gesagt, mein erstes und einziges Karottenöl, was ich hatte, war von Balea. Und das fand ich so toll. Und jetzt bin ich wirklich gespannt, wie das funktioniert. Ja, das war's mit meinem DM-Haul. Und ich finde, das sind richtig, richtig schöne Sachen. Also gar nicht viel. Aber ich bin so gespannt, die Sachen auszutesten. Und ich werde euch zu ein paar Produkten auf jeden Fall ein Feedback geben. Und ihr könnt mir auf jeden Fall mal Bescheid sagen, ob ihr auch so ein Haarturban zu Hause habt und wie ihr das findet. Ob ihr damit gut zurechtkommt, das würde mich mal sehr interessieren. Und ob ihr auch Karottenöl benutzt. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich freue mich auf euer Feedback und ich würde mich natürlich auch sehr darüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Und falls du meinen Kanal an dieser Stelle noch nicht abonniert haben solltest, würde ich mich auch sehr darüber freuen, wenn du das dann jetzt gleich am Ende nochmal schnell nachholst. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich an dieser Stelle bei euch. Ich bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut, habt einen schönen Tag und bis bald. Ciao.